Hey ho, ihr kleinen Hacker und damit ein Willkommen hier, ja, bei Watch Dogs 2. Ja, wir sind gerade dabei, noch hier Dings zu machen. Oh, guck mal. Zack. So. Ja. Wir sind gerade dabei. Wartet mal. Irgendwie ist mir gerade der Sound ein bisschen zu laut. Ich weiß auch nicht. Audio und Sprache. Ich mache mal die Gesamtlautstärke um 10% weiter runter. Sollte es euch stören, einfach in die Kommentare schreiben, hey, mach mal laut, wieder lauter. Also reinschreiben, dass ich wieder lauter machen soll. So, ab zum nächsten künstlerischen Dasein. Denn uns fehlen ja eigentlich noch drei malerische Kunstwerke hier. Und der nächste wäre hier. War ich nicht. So, das nächste Ding wäre halt hier oben. So, was haben wir hier? Da hinten steht ein Dingstyp, aber auch nicht. So, hier können, wenn ich hier raufkomme, kann ich schon mal so hochklettern. Das ist schon mal gut. Die Frage ist, wie komme ich denn da so doof rauf? Gibt es hier im Parkhaus vielleicht ein Dings? Eine Hebebühne oder so? Sieht nicht danach aus. Unter Kontrolle und sie verdient echt gutes Geld für uns. Ist doch alles perfekt. Du findest den Bio-Scheiß komisch. Hm. Okay, hier scheint so kein Dings zu sein. Das ist nur für Fahrräder Abstellraum. Okay. Schauen wir mal uns weiter ein bisschen um. Ui, ein paar schöne Fahrzeuge hier. Ah, gehen wir mal hier hinten rein. Hier. Ah, guck mal. Haha. Da haben wir doch schon das, was wir haben wollen. So. Wir müssen allerdings natürlich jetzt erstmal hier raus. Ups. Eigentlich hätte ich gern das Tor. Kann ich gegen das Tor fahren und das geht kaputt? Ja, okay. Super. Ups. Halleluja. Das scheint eine etwas schmerzhaftere Geschichte gewesen zu sein. So. Heben. Nicht mal annähernd. Okay. Vielleicht hilft mir dann. Vielleicht hilft es, wenn ich hier raufkomme. Eventuell. Ne. Vorsicht. Vorsicht da unten. Also auf das Dach da komme ich zum Beispiel rauf.
Vorsicht. Sag doch Vorsicht. Okay, wir können ja mal gucken, ob wir hier rüber irgendwie. Ah, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Dings. Aber ich glaube, dafür müsste ich, wenn ich es richtig sehe, irgendwie einen Copter oder so haben. Weil ich glaube, mit einem Rover komme ich hier nicht lang. Ah, vielleicht hinten rum. Nee, ist auch zu. Ah, mal gucken. Später vielleicht. Wir haben ja noch keinen Copter, der uns da helfen könnte. So. Das sieht doch gut aus. Hier kommen wir schon mal bis hier nach oben. Einmal nach hier oben. Hab. Wow. Pass auf. So. Was bist du denn da? Gute Frage, was er ist, aber wir lassen, wir entsperren einfach. Einmal entsperrt bleibt es hier, Gott sei Dank so. Einmal entsperrt bleibt es hier, Gott sei Dank so. So. Hab. 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 Jetzt. Jump! So, einmal hier rum und rauf und hepp und hopp und hoch. So, na ja, guck mal. Einmal Fahrstuhl nach unten fahren, bitte. Und hepp. Und einmal nach oben, bitte. Gott. Scheint aber schon öfter, schon länger kein Fensterputzer mehr hier gewesen zu sein. Fenster sind total dreckig da am Gebäude. Danke. So. Und einmal. Da sieht man's. Total dreckig. So, das nächste schöne Kunstwerk vollbracht. Deadsack. So. Hier ist jetzt nichts mehr, ne? Nee, gut. Einmal nach unten. Da drüben ist auch noch mal eine Dings. Warte mal, ich gehe mal hier runter. Einmal darüber. Und einmal hier runter. Nein, Mist. Das hat nicht geklappt, okay, aber. Hm, mal gucken. Gucken wir mal. Guck mal. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Hebebühne. Vielleicht hilft die uns, diesen Dingspunkt noch zu kriegen, der hier ist. Diesen einen netten, tollen Dingspunkt. Weil rein theoretisch
Haben wir ja da drüben den gehackt? Das ist die doofe Frage. Das will er jetzt nicht wirklich, dass ich... Das will er jetzt nicht wirklich, dass ich darüber jump. No risk, no fun. Schade. Ah, ich habe eine Idee. Was passiert eigentlich, wenn ich... Okay. Er wird zerstört. Hätte ja anders klappen können. Zeig mal die Kamera her. Ist klar. Ich ahne es. Dafür muss ich nur warten, bis kurz mal der Dings wieder klar geht. Weil ich glaube, ich muss da tatsächlich mit einem Rover rüber. Und der Rover muss das aber schaffen, auf dieses Lüftungsrohr dahin unten zu kommen, ohne kaputt zu gehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das am dümmsten? Weil der Rover, der kann ja, also die, der hier, der kann ja auch diese Plattformen da bedienen. Deswegen gucken wir mal. Zack. Plop. 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 Und Alva entsichern. Danke sehr. Hehe. Türchen, öffne dich. Und ich kann hier schön geschmeidig runter und mir das einsacken. Zack. Geschmeidig dort wird einsacken, was da unten im Dingkäfig liegt. War einmal den da. Ein Forschungspunkt nämlich. So. Jetzt können wir hier einmal... Hab. Wow. Jetzt wird er hier angeberisch hier. Jetzt gibt... Marc es an. Oh. So. Oh, ich glaube, hier brennt. Kaum zu glauben, was da abläuft. Ja, ich glaube, das hat da gebrannt. Nur so eine Vermutung, aber ich glaube schon. So, da wäre der nächste. Ab auf Spike und... Let's go. Also wenn, je nachdem, ne, wie der Sound ist, sagt mir gern mal in den Kommentaren Bescheid. Ihr wisst ja, der Sound ist der größte Gegner eines Let's Players. So.
San Francisco. So. Witzigerweise, für die Leute, die es natürlich noch nicht wussten, San Francisco ist die Stadt, wo in GTA San Andreas San Fierro als Vorbild hatte. Also San Fierro hatte San Francisco als Vorbild. Ne? Und Los Angeles ist dann Los Santos. In dem Sinne. So, hier sind wir schon und da oben wollen wir hin. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal irgendwie wieder nach oben kommen. Was wieder nach einer Hebebühne schreit. Wenn ich denn irgendwo eine sehen würde. Ne? Wobei? Vielleicht auch nicht. Ah, doch. Doch, brauche ich. Ist das da drüben ein? Ja, da drüben, guck mal. Nee, doch nicht. Okay. Es war nur ein Gabelstapler. Huch. Ah. Da wurde gerade einer festgehauen. Na, guck mal, da ist Home. Da sind die Home Leute. Der Aussichtblick ist auch nicht gerade schlecht. Muss man ja zugeben, ne? Hm. Ich brauche trotzdem irgendwie... irgendwas zum Hochklettern. Irgendetwas zum Hochklettern. Warte mal. Ich hab eine doofe Idee. Eine echt doofe Idee. Gerade mal. Da ich nirgendwo ein Dings sehe. Oh, ja. So viel dazu. Man sollte auch merken, dass da eine Treppe ist. Oh, Gott, Kisan. Und ich dachte schon so, hey. Natürlich. Sicherheitsterminal braucht das Ding. Ach, hier drüben. Na, guck mal. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Dings. Und da auch. So. Da ist nichts. Gut. Hätte ja sein können, dass da irgendwas zum
Dingsen ist. Irgendwas ist, was man vielleicht eventuell einsammeln könnte. So. So, das würde ich, Bild würde ich noch machen wollen, bevor wir beenden. Deswegen wird heute die Folge ein bisschen länger. So. Weil dann haben wir das vorletzte Bild schon mal. Und dann fehlt nur noch eins, was wir in der nächsten Folge machen. Um dann die Mission abzuschließen. So, Graffiti hinzufügen. So. Ja, nett. Oh mein Gott, it's dead tag. Ja, dann würde ich sagen, damit war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es dann weitergeht, hier an dieser Stelle.